Hallo, in dem heutigen Video soll es um den Steppertreiber gehen, um den TB6600. Wie ihr den anschließen könnt, was die Vor- und Nachteile sind, das erfahrt ihr gleich. Ja, wie gerade schon gesagt, geht es um den TB6600. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Der Vorteil ist, diese Geräte können wesentlich mehr Strom. Ihr kennt sicherlich die kleinen Varianten hier, die A4988. Die können nur rund 2 Ampere. Für die Art von Motoren reicht es normalerweise aus. Aber es gibt halt auch Stepper-Motoren, die wesentlich mehr Strom brauchen. Und da empfiehlt es sich natürlich dann, solche Geräte zu nehmen. Es gibt diese Geräte auch noch mit größeren Strömen, 8 Ampere in anderen Bezeichnungen. Die sehen ein kleines bisschen anders aus. Die haben dann halt diese Dipfixe, die sind dann nicht oben montiert, sondern hier zwischen den beiden Pinleisten. Die gibt es teilweise bis 8 Ampere. Ich weiß nicht, ob es sie auch noch höher gibt. Ist schon mal der große Vorteil. Ein kleiner Nachteil ist, diese Microsteps, die stellt man hier über diese Dipfixe ein. Wenn man jetzt Anwendungen hat, wo man die Geschwindigkeiten verändern möchte, macht sich das natürlich mit den kleinen Geräten besser, weil da kann man über diese MS1, 2 und 3 Pins, kann man darüber diese Mikro-Steps einstellen. Ist natürlich schöner. Gut, man kann sich den natürlich auch umbauen und die Dip-Schalter rausbauen und das auch über ein Arduino laufen lassen, dann geht das natürlich auch. Aber ist natürlich ein bisschen Gefummel. Gut, dann sage ich mal, schließen wir das Ding mal an und dann gucken wir mal, ja, wie es läuft. Zu den Steppern gibt es meistens auch solche Pläne dabei, wo beschrieben ist, welche Farbe oder welche Adern die entsprechende Spule ist. Und ja, dann schließen wir das mal an. Machen wir hier blau auf blau, rot auf rot. Grün auf grün, schwarz habe ich nicht, nehme ich weiß. So, A plus ist schwarz, in dem Fall dann weiß. Der A minus ist der grüne. Wenn man Plus und Minus vertauscht, ist jetzt nicht weiter schlimm. Wichtig ist es halt nur, dass man es für die zweite Spule dann auch dementsprechend macht. Und dann sollte es kein Problem geben. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Motor sich in die falsche Richtung dreht. Und wenn die Spulen komplett vertauscht sind von der Polarisierung her, dann bewegt sich der Motor halt nicht. So, dann haben wir hier die drei Minuspaare. Das ist der Enable Minus, der Direction Minus und der Puls Minus. Die kann man letztendlich alle zusammenführen und alle auf Ground oder auf Minus setzen. Ich schließe jetzt hier drei Adern an und der Arduino hat zufälligerweise drei Grounds und dann stecke ich die alle da an. Man kann sich, wie gesagt, natürlich auch eine Brücke bauen. Dann kommen wir noch zu dem Enable Plus. Der kommt bei mir in meinem Sketch auf die 6. Die Belegung kann man im Sketch natürlich ändern, wie man will. Der Direction kommt bei mir auf die 4. Und der Puls ist dann bei mir der Pin 5 auf dem Arduino. Wie gesagt, alles veränderbar. Sollte nicht das Problem sein. Dann brauchen wir nochmal einen Spannungsanschluss hier unten. Da, wie gesagt, 9 bis 42 Volt
sind dort möglich. Ich schließe jetzt hier ein 12 Volt Netzteil an und dann sollte das funktionieren. So, alles angeschlossen. Ich gebe Spannung auf den Stepper und stecke den Arduino in Strom. Und dann seht ihr, es funktioniert. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier an den Mikro-Stepper, an dem Mikro-Step-Pulsen hier die Pins verändere, dann dreht er sich langsamer und schneller. Jetzt haben wir hier was ganz Langsames, 16-facher oder 1 zu 16. Und das ist halt das, was man dann bei den Geräten nicht über den Arduino steuern kann, was jetzt bei den kleinen Geräten wieder geht. Aber wie gesagt, so geht's. So, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, über diese Mikroschalter 4 bis 6, dort wird die Stromstärke für den Motor eingestellt. Da sollte man auch darauf achten, dass man nicht mehr einstellt, ansonsten könnte der Motor beschädigt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung.